Hi Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Gefecht der Total War Liga der Let's Play WG an diesem Freitag. Ja, gestern kam kein Video, weil ich das Gefecht hier erst relativ spät bekommen hatte. Aber dafür kommt es jetzt heute und zwar spielen wir nicht, aber wir schauen uns an. Gringor als Lusitanier gegen Johannes als Seleukiden. Ich bin schon gespannt auf dieses Gefecht. Ja, es wäre auf jeden Fall relativ wichtig hier mal für den Johannes, wenn er gewinnen würde. Natürlich wäre es genauso wichtig auch für Gringor, um oben dabei zu bleiben. Genau, weil der Johannes hat ja momentan 7 Punkte. Ah ne, hat doch, Moment. Ja, hat 7 Punkte, genau. Und von dem her wäre das ganz wichtig, weil er ist mit Killerkartoffel mittlerweile auf dem letzten Platz. Und wie gesagt, für Gringor wäre es natürlich ganz cool, wenn er oben dabei bleiben würde. Wir haben, wie gesagt, den Gringor hier als Lusitanier. Seine zweite Fraktion sind die Ägypter. Die haben wir schon längst, glaube ich, nicht mehr gesehen. Er hat jetzt die Lusitanier mittlerweile zum dritten Mal gespielt, Ägypten hat er schon 5-mal gespielt und der Johannes hat Baktrien und Seleukiden, beide hat er jetzt 4-mal gespielt, hier eben auch wieder mit den Seleukiden. Ja, genau, mit den Seleukiden. Genau. Dann schauen wir uns das mal an. Heute um 12 Uhr kam der erste Part unseres Civ Let's Plays, unserem Civ Multiplayer. Ich hoffe, ihr habt euch das reingezogen, würde mich natürlich freuen. Weil es doch ganz schön ist, wenn so ein neues Projekt hier auch dann gut angeschaut wird. Und dann natürlich um 16 Uhr wieder Full Age Total War und jetzt hier um 15 Uhr logischerweise auch wieder die Total War Liga. Wann das letzte Gefecht vom 8. Spieltag kommt, kann ich euch noch gar nicht so richtig versprechen. Ich hoffe zeitnah, aber es ist momentan noch ein bisschen durcheinander, ein bisschen komisch. Ich hoffe, wir kriegen den 9. Spieltag dann schneller rum. Das habe ich auch schon den Spielern gestern gesagt, dass ich das unbedingt möchte, dass das wieder schneller geht. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal die Armeen jetzt an, bevor ich hier noch weiter labere. Wir haben hier bei Gringor Scutarii Spearman 2-mal. Wir haben hier drüben einmal Illagete Infanterie als General. Ist gar nicht unbedingt so eine wahnsinnig super gute Infanterieeinheit. Sind auch Speerträger. Dann haben wir hier 2, 4, 5-mal Veteran Shield Warriors. Wir haben 2, 4, 5-mal Balearische Steinschleuderer und haben hier vorne noch 5-mal gälische Stammeskrieger oder Stammesmänner. Und haben hier hinten im Rücken von Johannes noch, also mittlerweile im Rücken, gestartet haben sie ja hier beide, ja, also einmal hier, einmal da drüben, ungefähr wo gerade die Maus ist. Und hier haben wir jetzt 3-mal iberische Kavallerie und 1-mal Guerilla Warriors. Die hat er da schon am Anfang reingestellt, denn die haben ja hier, wie gesagt, die Guerilla-Fähigkeit, so wie man sich denken kann. So, was haben wir hier oben bei Johannes? Wir haben syrische schwere Bogenschützen. Da drüben werden auch noch ein paar davon stehen. Wir haben Thorax-Phalanx. Wir haben hier noch mehr von diesen Thorax-Pikemen, meine ich. Wir haben hier hinten Thorax-Swordsman 3-mal, 4-mal, 5-mal. Nochmal Pikemen haben hier hinten. Agema Cavalry 2-mal und 1-mal Median Cavalry und so weiter. Moment kurz. Oh fuck, sorry. Und so weiter und so fort. Wir schauen uns jetzt hier den Cavalry-Angriff an. Das hat hier der Gringor ganz gut gemacht. Er ist hier reingeritten. Aber Johannes hat es hier im letzten Augenblick noch geschafft, seine syrischen Bogenschützen da rauszuziehen. Und deswegen wird es eher verlustreich für die Kavallerie von Gringor. So, jetzt machen wir mal hier hinten weiter. Wir haben hier Median Cavalry, wir haben 2-mal Agema Cavalry, wir haben hier drüben nochmal hellenische Kataphrakte, die kennen wir ja jetzt auch schon relativ gut. Und haben hier noch Spear Vanguards auf der rechten Flanke. Genau, und viele, viele Bogenschützen eben. Die Guerilla-Infanterie immer noch dort hinten verdeckt. Man sieht sie immer noch nicht. Und sowas kann natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Auch diese iberische Kavallerie ist noch unsichtbar für Johannes. So, wie sieht es jetzt hier verlustmäßig aus? Er hat hier 13 Mann verloren. Hier hat er 7 Mann verloren. Ja, also schon 20 Reiter. Und hier drüben wurden nicht so wahnsinnig viele Leute getötet, glaube ich. Wenn überhaupt. Ja, einer hier irgendwie. Also war nicht ganz so toll, diese Eröffnung.
Natürlich stehen beide hier wieder auf einem Hügel. War ja fast schon klar, dass das so laufen wird, gell? So, genau. Und jetzt kommt es hier zum Fernkampfduell. Und das, was Johannes gerade eben gut gemacht hat, macht er jetzt hier meiner Meinung nach schlecht. Oder offensichtlich schlecht. Und zwar kommt jetzt hier wieder die Kavallerie. Und die können jetzt ganz gemächlich die Bogenschützen hier angreifen, die jetzt hier viel zu weit nach vorne gelaufen sind, ohne Schutz von diesen Piken hier. Und da macht dann auch die Median Cavalry nicht mehr so einen großen Unterschied. Denn hier ist schon die Verwirrung sehr groß in diesen Reihen. Auch die Bogenschützen haben hier, während sich die Slinger, meine ich, die Steinschleuderer, haben hier schießen können, während die syrischen Bogenschützen schon am Wegrennen waren. Jetzt kann er hier auf die medische Kavallerie schießen. Und man sieht hier die Steine, wie sie hier einschlagen und sehr, sehr viele von den Dings töten, von den Reitern von Johannes hier. Auch diese Bogenschützen kriegen jetzt hier ein Problem. Und Gringor macht es sehr gut, er reitet hier einfach durch und schafft hier bestmögliche Verwirrung. Auch hier jetzt die nächste Einheit Kavallerie, die jetzt hier im Gefecht dabei ist. Möchte mal noch mal ganz kurz gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, nee, Sound geht eigentlich, hoffe ich. Ich hoffe, ich bin irgendwie nicht zu leise oder so. Wenn ja, dann müsst ihr es mir unbedingt nochmal in die Kommentare schreiben. Gell? Also wenn es manchmal die Musik mich übertönt oder sowas, das müsst ihr mir unbedingt nochmal schreiben. So, und hier iberische Kavallerie jetzt reingeritten, auch in diese Syrian Heavy Arches. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht gedacht von Johannes, hat hier auf diese balearischen Steinschleuderer schießen können, aber jetzt natürlich hier durchgeritten, für Verwirrung gesorgt und jetzt konnte er auch noch hier zuschlagen und die Einheit hat jetzt echt gar keine Chance mehr. So, jetzt zieht sich Gringor hier zurück, muss natürlich dann auch schauen, dass er seine balearischen Steinschleuderer zurückzieht. Schon wird es blöd für die. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier beabsichtigt war, dass es sich hier nicht so weit zurückgezogen hat oder woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall scheint es zu funktionieren. Johannes zieht sich jetzt hier zurück und hat hier noch eine Einheit Bogenschützen, warum auch immer die jetzt hier so ohne Deckung hinläuft und komplett in den Steinregen der balearischen Steinschleuderer reinrennt und maximal zwei Mann da hinten tötet oder gar keinen, jetzt noch von der Kavallerie erledigt wird. Natürlich doof, dass jetzt hier selbst noch ein paar getötet wurden von diesen Reitern gerade, aber die Einheit ist komplett im Eimer, bis auf ein paar Mann hier. Aber immerhin, er schleudert jetzt nicht nochmal rein, das wäre schon echt ein bisschen dramatisch. So, auch die nächste Einheit Kavallerie. Ja, ich denke, Johannes hat an der Stelle schon mit seinen Bogenschützen abgeschlossen, was ich eigentlich sehr schade finde, weil es waren ja immerhin noch drei angeschlagene Einheiten. Die hätte man auch nochmal zurückziehen können und muss man nicht unbedingt so opfern. Wobei das ganz ordentlich war hier, wie er jetzt gerade geworfen hat mit diesem Thorax Swordsman. Da sind einige Reiter gerade gestorben, das war gar nicht schlecht. So, was ist hier drüben an der Flanke passiert? Wir haben hier die hellenischen Kataphrakte und die Agema-Kavallerie jetzt an dieser Flanke und warten hier, bis es Möglichkeiten gibt. Wobei man natürlich sagen muss, dass der Rücken mit diesen Scutarii Spearman ganz gut geschützt wird. So, jetzt passiert eine Weile wieder nicht so wahnsinnig viel. Ich denke, da können wir jetzt gerade noch mal ein bisschen vorspulen. Die zwei Einheiten stehen immer noch verdeckt da hinten im Wald. Ja, Johannes zieht sich jetzt hier über den Hügelkamm zurück. Natürlich wohl wissen, dass es ihm ein bisschen mehr nutzt, sich zurückzuziehen hinter den Hügelkamm, als hier vorne hinzustehen und einfach nur Truppen zu verlieren, ganz klar. Vielleicht könnte er sogar nochmal ein Stückchen weiter zurück, wobei das ist schon ganz ordentlich eigentlich hier. Ja, das macht ja tatsächlich einen Unterschied. So eine kleine Erhöhung hier, so ein bisschen, kann so eine Einheit ganz schön gut schützen eigentlich. Das ist einfach so. So, jetzt stellen sie sich beide neu auf. Hier drüben die Kaff. Immer noch. Ja, jetzt kann Gringor natürlich hier auch seinen Hügel verlassen. Und sich jetzt so ein bisschen in Richtung, ja, Angriff aufstellen. Ganz klar. Kann jetzt auch hier ganz gut auf diese Thorax Swordsman schießen. Die trifft er jetzt hier
Interessanterweise ganz ordentlich. Ich finde es ein bisschen komisch irgendwie. Klar, die schießen ja hier über diesen Kamm auch drüber, aber dass die Steine die dann so noch treffen, dass da so viele Leute sterben, finde ich ein bisschen seltsam. Ja. Aber immerhin, jetzt kommen hier Thorax Swordsmen, drei Einheiten. Was hat er mit denen vor, der Johannes? Bin ich gespannt. Hier hinten sammelt sich jetzt übrigens die Kavallerie, die rechtliche Kavallerie plus die eine Einheit, die eh schon da drin stand. Aber die hat er immer noch nicht gesehen. Ich denke, auch diese Guerillakrieger wird er noch nicht gesehen haben, der Johannes. Weil die sind zwar rübergelaufen von dem Wald in den hier, aber eigentlich solltest du nicht unbedingt gesehen haben. So. Ja, jetzt hat er sich doch wieder so ein bisschen auf seinen Berg hier zurückgezogen. Ist natürlich auch sehr vorsichtig, wäre ich an seiner Stelle auch, weil ist ja nicht so, dass die Schlacht gewonnen wäre, nur weil die Fernkämpfer tot sind. Aber es macht es auf jeden Fall schon angenehmer. So, jetzt beschäftigt er hier sich mal ein bisschen. Er schickt eine Einheit Kavallerie hin, der Gringor, und eine Einheit Veteranen-Schildkämpfer. Mit welchem Ziel auch immer, das sieht man dann. So, jetzt Kavallerieangriff. Hier, oh, er hat die Truppen hier hinten in dem Wald anscheinend entdeckt. Jetzt kommt es hier natürlich zum Gefecht zwischen medischer Kavallerie und einer Einheit iberischer Kavallerie und den Guerillakriegern, aber auf der anderen Seite nochmal eine Einheit Spear Vanguards. Und die sind, soweit ich das weiß, gar nicht so schlecht hier. Ne, für eine sperrige Einheit ganz in Ordnung. So. Das verstehe ich halt nicht so ganz, wie sich Gringor hier jetzt aufstellt. Das ist eine sehr, sehr anfällige Position, meiner Meinung nach. Wenn hier Johannes ein bisschen schneller zugeschlagen hätte, also hier mit den Einheiten hier angegriffen hätte und mit denen hier unten so runter und vielleicht mit einer Einheit Kavallerie hier rüber oder hier drüben noch wäre, dann wäre es relativ verlustreich gewesen für den Gringor. Aber so jetzt natürlich, wenn er jetzt hier die Truppen noch dazuziehen kann, Gringor, dann wird das natürlich alles ein bisschen entspannter. Wie läuft der Kampf hier hinten? Mittlerweile kämpfen hier Guerillakrieger gegen die Spear Vanguards. Die haben dann natürlich einen Vorteil. Die Guerillakrieger. Ganz klar gegenüber diesen Spear Vanguards. Ja, klar, die sind wirklich sehr, sehr mächtig. Haben auch, ja, der einzige Schwachpunkt so ein bisschen ist ihre Rüstung, und natürlich auch der Charge-Bonus ist jetzt nicht so unglaublich gut, ja, aber so die restlichen Werte, Nahkampfangriff und so weiter, sind ordentlich. So, und hier hinten, die Kavallerie verliert jetzt tatsächlich auch, die medische Kavallerie gegen die iberische Kavallerie. Wir schauen uns das auch mal kurz von den Werten her an. Ja, eindeutig ist diese Einheit hier schon besser, obwohl die haben den Bonus gegen große Einheiten, also gegen Reiter, aber trotzdem hilft dieser Bonus hier anscheinend nicht durch die einfach insgesamt besseren Werte der medischen Kavallerie. Der iberischen Kavallerie, Entschuldigung. So, weitere Einheiten jetzt. Zweimal Thorax Swordsmen hier auf dem Weg gegen die Guerillakrieger. Die Guerillakrieger kriegen jetzt hier erstmal eine Salve ab. So, die medische Kavallerie sollte jetzt eigentlich gleich weg sein. Seine Spear Vanguards zieht er hier zurück. Ist eigentlich auch eine gute Entscheidung gewesen, weil jetzt kann er hier mit diesen Thorax-Swordsmen kämpfen. Die machen es dann wahrscheinlich auch besser. Wobei denen ihre Werte jetzt auch gar nicht so gut sind. Also die Guerilla-Infanterie hat schon extrem gute Nahkampfwerte. Von dem her wird es hier sicherlich ein sehr interessantes Gefecht. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, dass die natürlich stark in der Unterzahl sind. Jetzt hier noch ein Kavallerieangriff von der iberischen Kavallerie rein. Die medische Kavallerie auch besiegt. Jetzt kommt hier nochmal ein Kavallerieangriff vielleicht. Ah, oder auch nicht. Gut, schauen wir mal hier rüber. Hier, ja, greifen jetzt Thorax Swordsmen dreimal diese Veteran Shield Warriors und die gälischen Stammesmänner an. Okay. Und verwickeln die jetzt hier in ein Gefecht, das relativ ausgeglichen zu sein scheint. Wobei diese Veteran Shield Warriors echt unglaublich gute Einheiten sind eigentlich. Wobei die bei diesen ganzen Spaniern so ein bisschen
habe ich das Gefühl, die Armor, also die Rüstungswerte, relativ schlecht sind. Trotzdem hält er sich hier sehr, sehr gut. Ja, muss man so sagen, er hält sich gut. Klar, es ist diese iberische Kavallerieeinheit schon mal weg, aber die halten sich hier immer noch ordentlich. Ups. Boah. Böse, böse. So, ich fliege jetzt gleich mal ein bisschen rüber hier auf die andere Schlachtseite hier. Was haben wir hier? Wir haben zweimal gälische Tribesmen gegen drei Einheiten. Vier Einheiten Thorax Pikemen. Die halten das hier tatsächlich auf und der General ist auch noch hier dabei. Und jetzt kann Gringor in dem Moment hier umgehen und entweder in die Seite fallen oder von hinten die Truppen angreifen. Nur weil Gringor hier mit jetzt drei Einheiten das hier ein bisschen aufhält, klappt es eigentlich so trotzdem sehr, sehr gut. Die ganze Linie muss hier stehen bleiben, wo sie nur so gegen so ein paar Mann hier kämpfen. Das wird jetzt sehr, sehr tödlich, wenn jetzt hier gleich der Angriff kommt. Ja. Ja, da bringt es auch nichts, wenn man hier eine Einheit mal noch rausschickt, um da entgegenzukämpfen, weil jetzt wird es echt ziemlich, ziemlich tödlich. Und da sterben die hellenischen Kataphrakte. Das ist natürlich auch nicht den hier Wunsch-Einsatzgebiet. Ganz klar. Und hier kommt die nächste Einheit. Dieses Mal Skutarii Spearman. So, auch hier drüben kann er mittlerweile ganz ordentlich umgehen, hier diese Schlachtlinie, und auch dadurch wird die Agema-Kavallerie, die hier mittendrin ist, natürlich relativ wirkungslos, diese Schock-Kavallerie. Wenn sie sich dann mal im Nahkampf befindet die ganze Zeit, dann wird es schwierig. Ich denke, wir können uns jetzt das Gefecht hier mal noch ein bisschen angucken. Arg lange geht es nicht mehr. Da hinten übrigens hat jetzt Johannes mit seinen Truppen gewonnen. Die Truppen würde ich mal schleunig hier rüber schicken. Auch hier kommt noch eine weitere neue Einheit, beziehungsweise eine von denen, die da hinten gekämpft haben, glaube ich. Ja, schauen wir uns das mal einfach weiter an. Hier die erste Einheit, Speerträger, Auflösungserscheinung, ganz klar, auch durch den Beschuss der balearischen Slinger, Steinschleuderer. Und auch hier kann man nicht mehr von einer Formation reden, würde ich sagen. Ja, also die Armeen aus Spanien, oh, böse, böse, machen hier wieder einen ordentlichen Job. Hier kommen die nächsten. Ist auch relativ furchtlos auf die Pikeniere. Man sieht es hier ganz eindeutig, wenige, wenige Verluste von Gringor, außer hier relativ viele, aber ansonsten eigentlich verhältnismäßig ziemlich wenige. Und so unglaublich viele Tote auf Seiten von Johannes. So, hier drüben hält es sich eigentlich noch ganz wacker. Aber das wird sich jetzt auch ändern, sobald diese Veteran Shield Warriors hier in den Rücken rein marschieren können, reinchargen können. Jetzt hier ein bisschen Verstärkung natürlich, auch diese Truppen, die jetzt hier als Verstärkung kamen, klar. Aber ihr seht diese ganze Linie hier komplett aufgelöst, die hellenischen Kataphrakte liegen hier tot auf dem Schlachtfeld, die Pikeniere sind tot. Ja, es sind doch einige Truppen von Gringor auch dabei, ganz klar, aber trotzdem. So, jetzt hier der Charge, ihr habt es gerade eben gesehen, die Flaggen sind schon weiß, jetzt flüchtet er hier. Jetzt wird hier ein Gemetzel stattfinden. Rette sich, wer kann, hier können ein paar rennen, da hinten rennen schon ein paar. Aber der Rest wird jetzt hier sowas von abgeschlachtet. Boah. Krass. So, wo kämpft jetzt noch eine Einheit? Hier drüben. Die und die hier drüben. Aber auch hier schon hart am Limit. Auch die geben jetzt auf und rennen. Sieht hier drüben aus. Auch die rennen weg und damit ist das Gefecht beendet und es ist ein Sieg für Gringor. Und ja, ich würde sagen, es war trotzdem eine ganz interessante Sache. Vor allem war es ein echtes Gemetzel.
Ja, Gringo hat von 3110 aufgestellten Mann 1232 Mann verloren. Dabei waren ungefähr 100 Friendly Fire Kills, weil wenn man sich mal Johannes seine Kills mit 1144 Mann anguckt, dann sind es ungefähr 100, ein bisschen weniger. Friendly Fire Kills sind natürlich ordentlich viel, aber ich würde sagen, die Steinschleuderer haben auch so einen ganz ordentlichen Job gemacht. Ansonsten, ja, Johannes hat 2440 Mann aufgestellt, also deutlich weniger Mann, 700 in etwa, weniger als der Gringor. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Gringor hat auch 22 Einheiten insgesamt aufgestellt hier, während Johannes jetzt hier nur 18 aufgestellt hat. Ich denke dafür, oder ja, dafür hat er hier eher ein bisschen mehr auch auf gute Einheiten gesetzt, auf sehr gute Einheiten. Ja, war aber nicht ganz so erfolgreich, muss man sagen. Er hat sich hier jetzt auch mit seinen Piken in relativ unschöne Gefechte eingelassen. Und auch seine Bogenschützen waren halt ja, schnell erledigt, ganz klar. Selber hat er 2112 Mann verloren. Da kommt dann ein Verlust-Tötungskoeffizient von, Moment, 0,7347 für Johannes raus und für Gringor von 0,2653 und damit natürlich ein 3-0-Sieg, ein ganz klarer 3-0-Sieg für Gringor an diesem 8. Spieltag. Ganz wichtig natürlich, denn am 9. Spieltag wird es zum Aufeinandertreffen von Gringor und Sven kommen und da bin ich echt mal gespannt, wer das Ding für sich entscheiden wird. Aber nur so viel will ich mal vorausnehmen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ja, ich denke, so wahnsinnig viel zu besonderen Einheiten. Hier gibt es jetzt nichts zu sagen. Manche Infanterieeinheiten, so wie immer, die Bogenschützen habe ich ja schon gesagt, dass die nicht gut waren. Die Kavallerie, auch die hellenischen Kataphrakte, schlecht eingesetzt hier mit nur 7 Kills. Ganz klar hat man ja auch gesehen, wie schlecht die hier waren. Hier drüben die Kavallerie ganz in Ordnung, die Einheit zumindest, die anderen, naja. Hier auch diese noch in Ordnung, die anderen, naja. Ja, und auch die Slinger, ich habe echt erwartet, dass sie eigentlich mehr Kills gemacht haben, aber so ist es natürlich auch in Ordnung. Ja, haben auf jeden Fall auch wieder ordentlich mitgeholfen, dass das hier ein vernünftiger Sieg wird, zum Beispiel gegen die eine Einheit Piken. Und ja, so wäre es das eigentlich mal von mir. Hoffe, es hat euch wieder gefallen und wie gesagt, denkt dran, 12 Uhr kam Civ 5 Multiplayer mit einigen Leuten von der Total War Liga und um 16 Uhr kommt heute noch Third Age Total War. Also, vielen Dank und bis dahin. Ciao, Leute.